Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne ein bisschen mit Bäumen hantieren. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja bei den Elefanten bereits im Gehege ein paar Bäume platziert. Aber da würde ich gerne heute dran anknüpfen. Denn wir haben einige Gehege, die sind noch relativ leer. Wie beispielsweise das vom Geparden oder hier das, obwohl das Freilassgehege, nee, das lassen wir mal außen vor. Das ist ja nur so ein Übergangsgehege. Aber auch das drumherum. Für die Gäste zum Beispiel. Wir haben hier irgendwie nicht so viele Bäume, Sträucher, wie auch immer. Für die Gäste. Ne? Wir haben in den Gehegen ja schon ein paar Bäume verteilt, aber das Drumherum haben wir irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Und gerade hier würde ich gerne auch nochmal ein paar Bäume platzieren. Da gucken wir jetzt mal direkt nach. Komm, wir machen jetzt einfach mal auf Play und dann gucken wir mal direkt nach. Wir haben ja einige Gehege. Ne? Wir haben ja einige Gehege. Jetzt mal... Oh, Zustand. Ja, da rufen wir mal ganz kurz den Techniker. Techniker! Ne? Dann haben wir hier Gehege, Rentier zum Beispiel. Das war schon bestückt. Genau. Aber... Dann guckt man sich hier an, oh ja, schön, Bäume und alles, ne? Und hier ist eher so kahle Landschaft. Ich weiß, die fordern keine, aber fürs Auge würde ich gerne hier so, weiß nicht, Bäume oder irgendwie Steine oder Eisformationen hinsetzen. Und das hier würde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann mal in naher Zukunft abreißen, weil das sieht irgendwie, sieht super aus, keine Frage, aber passt nicht hier irgendwie so gerade hin. Ich habe ja mit dem Gehege noch sowieso einiges vor, also das wird ganz zum Schluss wahrscheinlich passieren, aber da habe ich noch so ein bisschen was vor, aber das wird Zeit dauern. Dann haben wir noch das Gehege, warte mal, da war da noch irgendein Gehege, was wir hatten, was vernachlässigt wurde. Nee, das war tatsächlich, stimmt, den Elefanten hatten wir ja schon, Eisbär haben wir, Gepard. Gepard mit anderen Tieren, nein, also Gepard würde ich gerne heute noch weitermachen. Und ja, wie gesagt, hier würde ich gerne natürlich auch noch ein paar Bäume setzen und hier eventuell noch einen Strauch oder sowas hin. Gucken wir jetzt mal. Wir schauen mal ganz kurz nach. Was haben wir hier für Meldungen? Dominga K. Kein erreichbarer Mitarbeiterplatz. Warum? Wo arbeitest du denn? Im Durchgang. Pass auf, der Durchgangsmitarbeiterbereich befindet sich dort. Eigentlich direkt neben deiner Verkaufsstelle. Also müsstest du da eigentlich was finden. Und dann haben wir hier noch... Wer bist du? Was suchst du? Mitarbeiterraum und Mitarbeiter... Genug Platz. Okay. Aber du wieso findest du denn keinen Mitarbeiterraum? Du arbeitest doch im Themenbereich Afrika und im afrikanischen Themenbereich haben wir doch eigentlich hier Mitarbeiterraum und da sind nur zwei, drei... Okay, drei Leute drin. Aber einen vierten passt da noch locker hin. Also da brauchst du jetzt dich nicht anstellen. Ne? Könnt ja auch ein bisschen miteinander reden, ausnahmsweise. So, nächste Stromquelle ist kaputt gegangen. Ach, das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Nach und nach gehen die ganzen Stromquellen hier kaputt. So, jetzt müssen wir aber nochmal kurz gucken. Das eine Gehege, das macht mir ein bisschen Sorgen. Hier, da ist ein Techniker unterwegs. Welcher Techniker ist denn hier unterwegs? Welcher Techniker ist hier unterwegs? Der Techniker, ach so. Der repariert gerade... Ach, der repariert das schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wem habe ich diese tatkräftige Arbeit denn zu verdanken? Sie sind der Herr Angelino Atkins. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Top Job. So, was haben wir hier noch? Wohlbefinden. Okay, das geht irgendwann mal wieder weg. Dann erreichbarer Mitarbeiterraum. Ja, aber guck mal. Geh doch da einfach rein. Geh da einfach rein. Scheu dich nicht. Geh rein. Trau dich. Trau dich. So. Was ich noch gerne machen möchte, ist... Achso, Inspektorbericht, mal gucken. Wie sind wir denn aktuell? Ja, 4 Sterne, das geht doch noch. Haben wir uns gehalten. Hier sind wir 5, 5, 5, ne? Und hier sind wir mittlerweile bei, ja, auch bei 4 und Afrika. Spießbock ist auch 4. Aber der guckt sich nicht jedes Gehege an. Der sucht sich, glaube ich, systematisch einfach 2, 4, 5 Gehege aus und dann schließt er daraus seine Schlüsse. Okay, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt hier erstmal, ja. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Natur. Und zwar würde ich da gerne Kontinent afrikanisch nehmen. Und dann gucken wir mal, welche Bäume dahin passen. Der würde natürlich passen. Der passt instant hier hin. Okay, was haben wir noch? Der ist ein bisschen klein, finde ich. Also das ist schon... Ne, da brauchen wir schon etwas größere. Bergahorn. Könnte man auch setzen. Ne, 2 Stück hier nebeneinander. Sähe bestimmt auch gut aus. Bis jetzt, also die Palme. Obwohl die Palme, andersrum, wir haben hier eigentlich nichts mit Palmen. Das würde auch gehen. Wie heißt du? Elefantenbaum. Ja, stimmt. Du wärst natürlich sehr gut geeignet dafür. Was haben wir denn noch? Das ist eher, warte mal. Das ist eher so der gerade Natur.
Das ist eher der gerade Vertreter, Elefantenbaum 3. Du bist eher so ein bisschen kleiner, aber den nehme ich. Den würde ich gerne nehmen. Pass auf, und zwar den drehen wir nochmal so ein bisschen. So, ne? Kann ja ruhig ineinander gewachsen sein. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, haben wir hier schon mal Deko. Cool. Was können wir denn hier hinsetzen? Hier könnten wir hinsetzen... Elefantengras. Das wäre was Gutes. Oder wir setzen einfach... Wieso laufen die da drüber? Ihr dürft hier nicht drüber laufen. Das ist ein abgesperrter Bereich. Ey! Wieso hören die denn nicht? Elefantengras. Elefantengras können wir hier auch reinsetzen. Aber wenn die da immer durchlaufen, ist halt das problematisch. Ne, das ist einfach problematisch. Muss man so sehen. So ein Eichhörnchen könnte man da hinsetzen. Eichhörnchen im Afrika-Stil. Okay. Kaninchen natürlich auch. Kennt man, ja. Aber, oh. Warum habe ich euch denn nicht hier hingesetzt? Jetzt mal ernsthaft. Du bist doch afrikanisch, ne? Welches Biom bist du denn? Graslandschaft. Warte mal, du bist doch auch Graslandschaft, oder? Dann nehme ich euch doch lieber. Also euch sehe ich eher hier in diesem als die anderen. Hier, das machen wir jetzt auch. Ne, die machen sich hier viel, viel besser, finde ich. Also die sehen auf jeden Fall viel, viel besser aus. Setzen wir den da hin. Ja, die sind tausendmal besser. Doch, die nehmen wir. So, dann drehen wir das noch ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr afrikanisch aus und gefällt mir viel besser. Weil dann, ne, dann würde ich sagen, machen wir das ganze Gehege mit diesen Bäumen. Die gefallen mir echt besser irgendwie. Ist aber auch immer Geschmackssache, muss man auch dazu sagen. Kommen die Elefanten eigentlich gegen? Nö, ne? Nö. Okay, wir haben hier die 3, die 2. Wo haben wir die 1 hier irgendwo? Haben wir hier irgendwo die 1 platziert? Da ist die 1. So, oder? Ja. Und das könnten wir eigentlich auch wegmachen. Und dann setzen wir hier die 3 hin, weil ich glaube, die ist ein bisschen schmaler. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nur die Rolle müssen wir halt noch ein bisschen rückwärts drehen. Und die würde ich dann hier hinsetzen. So. Ah, viel besser. Viel, viel besser. Auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Die 3... Dann haben wir hier die 2, da ist die 1. Ich möchte jetzt nicht auf einer Linie haben, deswegen, warte mal, drehen wir die vielleicht noch ein bisschen nach da. Ich hoffe, der läuft da jetzt nicht gegen. Vorsicht, Baum, Achtung, Attenzione, Baume. Oh, da läuft er durch den Baum. Was haben wir denn hier? Stromquelle hat versagt. Ist ein Techniker unterwegs? Nein? Kaputte Barriere. Tiere können ausbuchsen. Was? Wieso? Oh, die Agro. Die Agro-Giraffe. Oh, 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 oh. Barriere bearbeiten. Kann ich das noch irgendwie retten? Wie? Oh je. Eigentlich müsste ich das ja kaputt lassen, ne? Ja, muss ich auch. Weil gehört zum Spiel. Ist einfach so. Dann müssen wir Transport fertig machen. Techniker, bitte. Techniker, komm. Bei Technikfragen, Technikfragen. Eieieiei. Ich glaube, wir brauchen noch einen Techniker hier. Wir stellen nochmal einen Techniker ein. Techniker. Tier ist entkommen. Oh. Es sind 2 Barrieren kaputt. Alter Verwalter. Warte mal. Jetzt überschlagen sich gerade die Ereignisse. Wo habe ich den Techniker jetzt hingesetzt? Techniker. Zoo. Techniker? Arbeitsbereiche? Aha. Arbeitsbereich Afrika. So. Techniker unterwegs. Sehr schön. Du bist doch nicht jetzt am Geldautomaten, ziehst dir erstmal Geld, oder? Erstmal Lohn kassieren, damit mir das nicht abgezogen wird.
Boah, der ist aber ein chilliger, ne? Uiuiuiui. Tier ist entkommen. Okay. Tier ist entkommen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Könnte der Techniker mal ein bisschen reinhauen? Wieso ist sie denn auf Null? Wir haben doch vorhin die Gehege über sich gehabt. Und da war die nicht so weit runtergekloppt. Auf gar keinen Fall. Wie lange brauchst du denn? Wie lange brauchst du denn ungefähr? Was schätzt du ab? Niedrigen Wohlbefinden, niedriges Wohlbefinden. Hungrig. Stromquelle versagt. Wir sind bei 27%. Okay. Ist gestresst. Mhm. Mhm. 26%. Alter, kannst du mal ein bisschen reinhauen? Was bist du denn da machen? Fehlen Ersatzteile? Plan. 25%. Die Barriere geht schneller kaputt, als der repariert. Das muss man sich mal reinziehen. Okay, da ist wieder alles fix. Wo ist die Agro-Giraffe? Da. Ist gestresst. Warum bist du denn gestresst? Gestresst und versucht sich zu verstecken. Hä? Vor allem, warum geht die schneller kaputt? Als der repariert. Das ist ja noch beängstigender. So. Techniker. Ai, ai, ai. War zu lange ein Transportbox? Ja, dann hol die doch da raus. Wird an Altersschwäche sterben? Ja, okay. Lel. Okay, warte mal. Dann schauen wir mal ganz kurz nach. Großer Panda. Wer wird an Altersschwäche? Wir haben drei Weibchen hier. 14 Jahre? 25. 14 Jahre. Tier ist verstorben. Ja, ich weiß, habe ich mitgekriegt. Habe ich gesehen. Ey, wir müssen einen Panda kaufen, ne? Grizzly Bear hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Grizzly Bären. Oh, ah ja. Großer Panda. Wo ist denn der große Panda jetzt schon da? Großer Panda. Großer Panda. Da ist er doch. Filter. Filter. So, was haben wir denn da? ne, 33%. Oh, 10.000, ja klar. Könntest du mal bitte den anklicken? Danke. 33, ja. So. Wasseraufbereitung hat immer noch versagt. Ja, ich sag mal so. Meine Techniker arbeiten dran. Meine Techniker arbeiten immer dran. Muss nur bei Magenta TV anrufen. Die Techniker arbeiten immer dran. Was haben wir denn hier? Wasseraufbereitung versagt? Nein, pass auf. Ich wollte meine Mitarbeiter... Wieso ist hier ein 3-Sterne-Mann? Hatten wir letztes Mal einen Zoopfleger eingestellt, anstatt einen Tierpfleger für Immunora zu ein? Ich glaube schon, ne? Zoopflege. So, du arbeitest dann im Arbeitsbereich Start. So, ich muss jetzt halt nur gucken. Ich meine, das war im Afrika-Themenbereich, ne? Afrika, warte mal, wir haben in Afrika haben wir 1, 2 und hier haben wir, ne, passt schon, passt schon. 2 in Afrika und 2 in der Arktis müssten sein, ne? Ja, passt, okay, alles klar. Ne, ist alles richtig gewesen. Okay, Techniker, hier,
Ihr bekommt erstmal alle eine Fortbildung. Schön auf Stufe 2. Aber weiter geht's auch nicht. Ne, wenn, dann stelle ich schon lieber noch einen ein. Tierpflege. Ja, Tierpflege können wir auch alle auf Stufe 2 bringen. Mach rückgängig. Mist. Jetzt habe ich da nicht aufgepasst. Arktis. In der Arktis müssen wir leider jemanden entlassen. Oh, nee. So, Tierpflege. Warte. Tierpflege? Zu Tierpflege, ja. So richtig. So. Arktis. Hoppala. Arbeitsbereich Arktis. So, sehr schön. Leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Warum? Versorgung. Ist am Verhungern. Tierpflege erforderlich. Ja, aber hier ist doch ein Tierpflegel. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wie Nachforschung ist abgeschlossen. Ich hoffe für die Geparden. Jawoll. Können wir den Geparden jetzt direkt sagen, also verdursten werden die Tiere nicht. Es regnet ja gerade, dann sollen die einfach nach oben gucken, den Mund aufmachen. Geparden. Haben wir jetzt Stufe 2 schon erreicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, haben wir schon. Krass. Das ist cool. So, wie sieht es denn bei euch so technisch mäßig aus? 2,9 Jahre, 2,8? Dauert noch ein bisschen. Ist hungrig, Tier ist hungrig. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, meine Tierpflege kriegen ja jetzt gerade eine Fortbildung. Dauert jetzt ein bisschen, aber danach holen sie alles auf. Hoffe ich. Afrika Großgehege, sind mehrere Tiere hungrig. Ja. Ey, stimmt. Die Tierärzte könnten wir eigentlich auch mal in Stufe 2 bringen. So, alle in Stufe 2. Verkäufer. Ich weiß nicht, ob die nachher unzufrieden sind, aber ich glaube nicht, weil die haben ja, guck mal, Zufriedenheit ist eigentlich da. Also da dürfte eigentlich in den Arbeitsbereich, Mitarbeiterraum, medizinische Versorgung. Mitarbeiter überarbeiten sich nicht so schnell. Was war das? Während Mitarbeiter sich ausruhen, leer. Was stand da jetzt? Leer. Ja, sind die leer. Okay. Die Mitarbeiter sind also leer, während die sich ausruhen. Das ist gut zu wissen. Verkäufer in diesem. Was? Verkäufer mit diesem Bonus machen die Besucher, mit denen sie interagieren, noch zufriedener. Pausenraum. Regenerieren ein wenig schneller. Nee, medizinische Versorgung macht echt irgendwie am meisten Sinn. Während sich Mitarbeiter ausruhen, lernen sie mehr über Arbeit, was ihr Trainingsbedarf auf später verschiebt. Okay. Aber bis jetzt hat doch sich noch keiner beschwert, oder? Dass die lernen wollen? Also nicht, dass ich wüsste. Wir gucken mal ganz kurz den Zustand der Gehege. Das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen. Was haben wir denn hier? Sauberkeit. Tierpfleger rufen, Techniker rufen. Wildhund. Techniker rufen. Schon wieder. Barrierestatus. Techniker rufen. Überall. Polarwolf. Techniker rufen. Und Tierpflege am besten direkt. Und hier haben wir noch Techniker rufen. Schon wieder? Gepaart? Nur gerade erst. Eingezogen. Wie in der Forschung. Eisbär. Der ist so schwer, der Eisbär. Obwohl, wir könnten eigentlich mal Rentier wieder machen. Dann hätten wir. Ne, komm, wir lassen jetzt Eisbär durchlaufen. Eisbär lassen wir durchlaufen und dann afrikanischer Strauß werde ich, glaube ich, gleichzeitig noch machen. Ja, ja, okay. Wasseraufbereitung ist versagt. Techniker rufen. Wie viel Techniker haben wir eigentlich so aktuell? Das ist ja die nächste Frage. Mitarbeiter. Techniker. Da. Einen Afrika, einen Arktis, zweiten in Afrika. Okay. Zwei in Afrika. Ein in Staat. Reicht das? Weil Afrika, ne, das Großgehege, muss schon gewartet werden. Müssen wir mal gucken, ob wir hier eventuell auch einen zweiten Techniker einsetzen. Gepaart wird sich bald paaren. Geil. Tier ist hungrig. So. Was haben wir hier? Sagen wir mal, hallo. Bringt mir zwar nichts, aber ich bin ja nett. Ich bin ein
netter Mensch, ein netter Mensch. Und deswegen, ne, sagen wir erstmal allen Hallo, Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Hoffentlich seid ihr nicht so breit. Nimm zwei verschiedene Vivarienarten auf und platziere sie. Erhöhe den Bildungswert Grizzly Bear auf 21%. Kann man das denn machen? Gelände letztes Jahr, Qualität 2. Wie kann ich denn auf 21% bei euch kommen? Lebensqualität, Umgebung, Gelände, Sozialverhalten, Genetik, Attraktivität, Bewertung 5 Sterne, Arten, Attraktivität 3375. Aha. Das sind 5-Sterne-Bär. Krass. Okay. Wir haben 5-Sterne-Bär. Das wusste ich auch noch nicht. Wie kann ich denn bei euch die Informationen erhöhen? Geparden. Wir haben bei den Geparden haben wir noch gar keine Infotafel. Oh je. Fatal, fatal. Wo stellen wir die denn hin? Hier, oder? Ich würde sagen, hier. Ich weiß, es ist jetzt gerade blöd, aber ich muss leider eure Bank hier einmal kurz entfernen und auf die andere Seite legen. Dürft ihr da natürlich gerne weiterverwenden. Dankeschön. Elefanten. Elefanten haben auch... Oh, die haben alle keine Bildung. Die haben nirgendwo eine Bildung. Oh, Bau. Ich schau mal ganz kurz was nach. Und zwar Bau, nein, Schilder, Requisiten war da. Zäune, ja. Indisch, Arktisch, Afrikanisch. Wir müssen die Bäume ja ein bisschen schützen, ne, vor den Gästen. Was? Aber wieso? Barriere ist so in Ordnung. Hä, wie ist die denn entkommen? Wie ist das Tier denn da jetzt entkommen? Hä? Tierpflege rufen. Gehege-Rentier ist dreckig. Ich weiß nicht, aber irgendwie wollen meine Mitarbeiter... Ich glaube, die streiken. Das ist die einzigste Lösung, die ich jetzt wüsste. Ich glaube, die sind echt am Streiken. Oder muss man das so verbinden? Warte mal, die verbinden wir jetzt erstmal. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier in Bearbeiten. Verbinden das so. Ziehen das mal rüber. Ja, sieht doch gut aus. Dann, warte mal, wie machen wir das jetzt? Da sagen wir Winkelausrichtung. Noch ein bisschen, ne? Ja. Oh, so sieht das gar nicht schlecht aus. Ich glaube, so muss das auch, oder? So, jetzt machen wir Folgendes. Das ziehen wir einmal rüber. Sensationell. Tier ist entkommen. Hä? Wie entkommen die denn hier? Wie entkommen die hier? Echt kurios. So. Wo sind wir stehen geblieben? Hier. Das. Nehmen wir einmal mit rüber. Ja, dann sagen wir hier beenden. Richten das noch ein bisschen aus und haben wir, ne? Gefällt mir. Ja, hat was. Könnte man natürlich Anstrichfarbe
Könnte man natürlich noch ein bisschen dunkler machen. Ach, du kannst die gar nicht komplett färben, ne? Das sieht ein bisschen aus wie eine Giraffe, aber gefällt mir. Ist schön. Ist echt schön. So lassen wir das auch. Kranke Tiere. Wieso sind die da entkommen? Das frage ich mich. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich den Zaun da nicht geschlossen? Aber ist ja ein Gehege eigentlich, ne? Und Barrierestatus, können wir direkt wieder einen Techniker rufen, ist auf 66%. Uiuiuiui. Wir werden hier sehr viel Arbeit haben. Wir werden hier... Ja, müssen mal gucken. Ob wir irgendwie, weiß ich nicht... Wir sind auch fast an der Maximalkapazität, ne? Bei 5000 haben wir gesagt. Joa. Schauen wir. Eisbär paart sich gerade. Okay, das heißt, wir haben gepaart. War das erfolgreich? Jawoll. 1.03 im März. Nächste Folge. Bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.